erstmal nach oben. Gucken, ist da irgendwas? Nein. Und was haben wir hier? Auch nicht wirklich. Nö. Also richtig ist da nichts, ne? Stahlschwert und Balstrocks Brief. Den müssen wir natürlich lesen, ist ja klar, ne? Da, ja. Ui. Balstrocks Brief. Mögen die Götter auf dich und meine Schwester herunterlächeln. Ich bitte dich, meine Worte sorgfältig durchzulesen, denn sie sind sehr wichtig. Sobald du dieses Schreiben in der Hand hältst, galoppiere zu diesem Hehler Kramer in Maribor. Sag ihm, dass wir erstklassige Ausrüstung und Schemas für Hexenschwerter zu verkaufen haben. Ja, ich kann sehen, wie du dich am Kopf kratzt oder vielmehr am Arsch und dich fragst, habe ich richtig gehört? Ja, hast du. Ich hatte das Glück, mich um einen Hexer zu kümmern, der mit einem Fuß bereits im Grab stand und mit dem anderen schon fast drin ist. Ich saß da und beobachtete, wie der arme Mann heftige Qualen erlitt und dachte mir, diese Ausrüstung und diese Papiere braucht er dort nicht mehr, wohin er geht. Aber für uns wären sie der Anfang in der Geschäftswelt, wenn wir sie für den richtigen Preis verkaufen. Ja, ich weiß, dass du dir Sorgen machst, also höre sofort wieder damit auf. Ich habe nicht alles genommen, deshalb wird niemand merken, dass überhaupt etwas von seinen Sachen fehlt. Trotzdem schade, denn dieser Hexer war ein guter Mann. Erst half er dem Baronett, das Rätsel um diesen Leuchtturm zu lösen, der die Schiffe in den Felsen zerschellen ließ. Dann tötete er den Drachen, der die vielen Bauern verschlungen hat. Das Problem war nur, dass ein Drache kein Zuckerschlecken ist und unser mutiger Held ziemlich viel einstecken musste. Er ist erledigt, das steht fest, und sobald er in der Gruft in den Buckelhügeln begraben ist, komme ich direkt zu euch. Da stellt sich nur die Frage, wie sie ihn überhaupt in der Gruft begraben wollen, denn dort soll sich ein Vampir häuslich eingerichtet haben. Den haben wir auch schon erschlagen. PS: Ich habe den Hexer um ein paar Fläschchen erleichtert, aber da sie die Reise sicherlich nicht überleben werden, trinke ich sie lieber selbst und bin schon sehr gespannt, wie der Hexenfusel schmeckt. Vielleicht ließ sich damit ja auch ein Geschäft aufziehen. Dein Schwager, Balstock oder Balstock. Ja, für dich gibt's gar keine Geschäfte mehr, Kollege. So, das Greifenstahlschwert haben wir. Aussage von Hexer Georg. Fehlende Axt. Die Aussage von Hexer Georg. Wo haben wir die? Da. Ich, der Unterzeichner Georg von Kagen, Hexer von Beruf, sage Folgendes aus. Während meiner Reise durch Velen wurde ich aufgefordert, eine Aussage als Experte in der Angelegenheit des Angeklagten Bartoslav von Lufeld zu machen. Diesem Bartoslav wird vorgeworfen, mehrere Schiffbrüche in der Nähe des Leuchtturms verursacht zu haben, der in seinem Zuständigkeitsbereich liegt. Schiffe wurden durch falsche Signale von diesem Leuchtturm wiederholt gegen die Felsen an der Küste geworfen und der Leuchtturmwärter wird für diese Vorfälle verantwortlich gemacht. Während des Prozesses sagte Bartoslav aus, dass er seine Pflicht gewissenhaft erfüllt habe und dass die Unfälle von Nachterscheinungen verursacht worden seien, die Seeleute mit ihrem falschen Schein in die Irre geleiteten. Nachdem ich die Gegend untersucht habe, kann ich bezeugen, dass ich keine Spuren von Nachterscheinungen gefunden habe. Auch gibt es keinerlei Anzeichen von Mittagserscheinungen, Blender, Irrnymphen oder anderen Erscheinungen, die müden Reisenden gerne auf den falschen Weg bringen, sei es zu Fuß, zur See oder zu Pferde.
Ich habe jedoch die wahre Ursache für die Katastrophen herausgefunden. Sie wurden nicht durch die Nachterscheinungen verursacht, wie der Angeklagte behauptete, und sie waren auch nicht seine Schuld. Es waren Schurken aus der Gegend, die nachts auf den Hügeln Feuer entzündeten und anschließend die Schiffe ausraubten, die an der Küste zerschellten. Der Sohn von Bartuslav hatte mich auf diese Spur gebracht, als er mir die Asche dieser irreführenden Feuer zeigte. Meine Aussage belegt, dass der Leuchtturmwärter Bartuslav von Lufeld der ihm vorgeworfenen Verbrechen nicht schuldig ist und daher freigelassen werden sollte. Aus diesem Grund bitte ich den Gerichtsdiener darum, den Leuchtturmwärter und dessen Familie unter seinen Schutz zu stellen, da die Erkenntnisse, die ich mit Hilfe von Bartoslavs Sohn gefunden habe, sicherlich zu Racheakten führen werden. Ich kann den Schutz der Familie nicht selbst übernehmen, da ich einen Auftrag angenommen habe, einen Drachen zu töten, der angeblich auf den Buckelhügeln lauert. Deshalb muss ich schnell dorthin zurückkehren, um die Bestie zu töten und meinen Auftrag zu erfüllen. Unterschrift Georg von Kagen, Hexer. Protokoll Vincenzo Stock, stellvertretender Marschall der königlichen Präfektur in Gorseelen. Okay, Geleitbrief, den haben wir ja schon gelesen. Ne? Ups. Ja, das haben wir alles schon gelesen. Eigentlich haben wir den schon gelesen. So. Durchsuche. Warte mal, wie waren das nochmal? Mit V konnte man, glaube ich, durchschalten. Kann das sein? Ja, mit V konnte man ihn dann erschalten. Durchsuche die Ruinen der Festung beim Leuchtturm. Okay. Da wir ja hier alles gelootet haben, das Monsternest zerstört haben, oben eine Mauer das durchsucht, können wir also hier direkt durchrennen, rüber zur Plötze und da machen wir uns auf den Weg. Das war nur der Servantpilz. Dann machen wir uns direkt auf den Weg. Hier unten war ja nichts mehr, ne? Natürlich war ja noch was. Habe ich mir doch. Hätte man sich denken können. Okay. Machen wir uns direkt auf den Weg zum Leuchtturm. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Blitze, hallo, du stehst hier ganz so allein im Regen. Mal schauen, wo müssen wir jetzt hin? Ach du Scheiße, am Arsch der Welt. Machen wir jetzt. Wir machen nochmal später eine Fragezeichenrunde, ja? Ich will jetzt eigentlich. Sehen, was haben wir hier? Ein Monsterlager. Dass wir so schnell wie möglich dahin sind. Da ist Heidefelde. Vielleicht machen wir doch mal eine Schnellreise. Ja. Wir machen mal eine Schnellreise vom Galgenhügel aus. Vorher gehen wir hier zumindest hin. Schneller! Komm, hier rum. So. Beweg dich. So. Sag mal, 19.26 Uhr. Ach, ein Wildhund. Nee, danke, muss nicht sein. Ui. Ein Schlachtfeld. Ja klar, wir wollten ja auch zu dem Monsterlager. Zum Monsterlager. Da oben. Wie
Wieso haben wir das nicht gemacht? Komm schon. Kann das sein, dass wir da schon mal waren und damals aber noch keine Bomben hatten? Ist das möglich? Langsamer. Nee, das geht da rein. Ist richtig, ne? Scheint hier. So ist's gut. Geht das hier in den Hügel? Lauf, Plätze! Halt! Müssen da wohl rein. Waren wir hier noch nicht? Moment. Das ist doch hier, wo die Neckar drin waren, oder? Ja, das haben wir auf jeden Fall platt gemacht. Drakonidenöl, okay. Ein verbessertes Drakonidenöl. Ich sehe aber hier kein Monsterlager, dass wir jetzt irgendwie die Luft jagen könnten oder so. Nö. Also hier ist auf jeden Fall nichts, was wir jetzt irgendwie so in die Luft jagen könnten. Warte mal eben, was sind wir denn da? Oh. Ah, das mussten wir noch einsammeln, dadurch wird es jetzt grau. Okay. Dann weiter. Einfach zum Galgenhügel. Das ist der kürzeste Weg. Ups. Moment. Komm her. Hier. So. Los, los. Dann werden wir eine Schnellreise machen, weil wenn wir jetzt darüber reiten, das dauert mir ehrlich gesagt ein bisschen zu lang. Nicht so schnell, Plätze. Einmal eine Schnellreise und zwar hier hin. Da können wir ja nicht hin, aber hier kommen wir hin. Da können wir auf jeden Fall hin. Tja, hier war ist ja der gute Lisa Hendrik, der Spion, gestorben. Guck mal hier, Plätze. Ja. Schneller. So, und dann auf geht's. Allerdings kommen wir jetzt auf dem Weg dorthin. Da einfach mal hin. Würde ich sagen. Sieht
fast aus wie Schneeregen, ne? Ich meine, es ist jetzt nur Regen, aber... Ui. Harpien. Okay. Mama Harp hier. Mal lieber speichern. Würde mal vermuten. Jetzt muss ich doch mal speichern können. Jawohl. So. Können wir die besiegen oder ist die auch wieder zu stark? Basilisk. Na, wird schlagen, du Idiot. Oh, scheiße, ich bin vergiftet. Was war das nochmal? Gift. Ja, komm. Jawohl. Das Mutter wie Monsterzunge. Okay. Ziemlich stark, das Vieh. Boah. Armes Tier. Eine Igniglyphe. Eine Igni, nicht kleine Igniglyphe, nein, eine Igniglyphe. Jetzt sind wir natürlich wieder überlastet, ist ja klar. Die dürfte aber... Na. Die dürfte aber ein bisschen mehr bringen. Habe ich mir gedacht. 5. Na, den im Arm ist besser. 3 auf Bluten. Oh! 5 Igni, 5 Irden. 25 zerschmettern. Dann haben wir 20 und 25 aufschlitzen. Dann haben wir 30. Durch Bohrungsresistenz haben wir auch noch 22 mehr Rüstung. Das ist natürlich eine Menge Holz, ne?
Gut, das ist jetzt noch gepimpt mit der Erdenglyphe. Pimpen können wir auch. Aber hier nur kleine. Der sieht schon schick aus, ne? Aber... Fünf haben wir da auch. Also... Ja, müssen wir nehmen. 22 mehr Rüstung ist natürlich echt eine Menge Holz. Also, was haben wir hier? Der hat nur 16, aber... Plus 16% Quen. 3% durch Bohrungsresistenz, da haben wir 2, 3% zerschmettern und 4% aufschlitzen. Gut, wir haben jetzt hier noch Blutresistenz, Blutenresistenz und Giftresistenz. Außerdem noch ein Axi-Zeichen mit 5%. Nee, da bleiben wir bei dem, was wir haben. Nö. Nö. Ja, da wäre das wäre jetzt noch zu überlegen. Durchbohrungsresistenz 5, Zerschmetternresistenz. Also das ist schon Giftbluten und Aufschlitzen. Also das, ne? Ganz ehrlich, wir haben zwar 4 weniger Rüstung, aber die Werte sind da schon besser und ich kann 2 Zeichen einsetzen. Ja, wir machen das jetzt. Wir können 2, hier haben wir jetzt 5% auf Axi. Axi finde ich schon ziemlich geil. Sollten wir auch wieder einsetzen. Da haben wir 5 auf Erden. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, nutzen wir das hier, ne? Das nutzen wir schon mal. Und dann machen wir uns jetzt wieder weiter auf den Weg. Vorher allerdings. Mit. Wie kam das denn jetzt? Wo kam das denn jetzt her? Ich wollte eigentlich nur meditieren. Ups. 1 Uhr meditieren mal bis 5 Uhr morgens. Dann haben wir noch den Sonnenaufgang, ne? Ah, guck mal. Da sieht die Welt schon gleich anders aus. Ja, das sieht schon geil aus. So, jetzt wo müssen wir jetzt lang? Da lang kommen wir da auch. Zu Fuß hin? Ich gehe mal hier rum. Komm mal her, Plötze. Ich bin überladen. Ach, Plötze! Du Dussel! Heya! Mann, ich bin überladen und du springst hier noch rum. So, mal gucken. Mhm. Ui! Okay, das... verstehe ich, dass er da stehen bleibt. So ist gut. Weiter so, Plätze. Ist die Burg. Hey. Mach langsam. Ja.
Okay. Runter sind wir gekommen, rauf nicht mehr. Ui. Du miese Wiefer. Komm her, hier bin ich. Wie? Die hinterlässt nichts? Ist ja wohl nicht zu glauben. So, lass mal schauen. Da komme ich jetzt. Oh, da unten ist ein Ort der Macht. Lornuk. Mal speichern. Kann ich da runterspringen? Nein. Kann ich da runterspringen? Sieht aus, als wenn da Wasser wäre, ne? Komm, wir haben gespeichert. Geronimo! Ja, oh, wir hatten Glück. Ein Ort der Macht. Magie. Ein Ort der Macht. Ein Fertigkeitenpunkt. So, den werden wir auch gleich verbraten. Da können wir noch einen. Oh, Level 16, okay. Aber ab Level 12 können wir da schon wieder was hinpacken. Guck an. Immer weiter. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Okay, das sind keine Harpien. Ich dachte schon. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt da rein? Wahrscheinlich müssen wir tauchen, würde ich sagen, ne? Würde ich mal einfach so vermuten. Neue Markierung Eingang. Ah ja. Zuerst mal muss ich mich hier der Ertrunkenen wehren. Erwehren. Und dann muss hier irgendwo ein Eingang sein. Also, ich glaube da, ne? Da. Okay, erstmal nochmal frisch Luft holen. Luft holen. Und dann geht's ab. Ups, hier runter. Nö. Ziemlich viel Fische, ne? Mann.
Meine Fresse. So, einmal hier hoch. Okay. Und einmal Licht, bitte. Was haben wir hier? Assassinose, verbesserte Schwalbe. Hat der Stand da verbesserte Schwalbe? Muss ich mir sofort angucken. Ja, okay, das wissen wir alles. Alkohol, weißem. Was war denn weißem? Katze, Schnee, Schwalbe habe ich. Verbesserte Schwalbe. Ja, aber hallo, ja damit. Ganz ausgevorzüglich. Was fehlt uns? Achso, da fehlt uns immer noch. Ha! Hält länger und wir haben jetzt viermal Schwalbe. Sehr schön. Mhm. Einmal hier hoch. Einmal da hoch. Und einmal hier hoch. So. Wasserflasche. Kein Schnaps. Ist ja enttäuschend. So, mal gucken. Alchemistenpulver. Über die Kunst des Manövrierens. Wir können natürlich was lesen. Ist ja logisch. Jo, dann lesen wir doch einfach mal. Was wir weg haben, haben wir weg. Das haben wir schon. Und über die Kunst des Manövrierens. Auf hoher See, wo nur der Horizont dem Auge als Anker dient, wiegt man sich rasch in einem trügerischen Gefühl der Sicherheit, welchem jederzeit der Untergang entsprießen kann. Denn niemand kennt den Tag und die Stunde und kein Seemann weiß, welcher Punkt am Rande des Sichtfelds sich in eine nilfgaardische Dromone verwandelt, die auf ihn zurast, die Segel gebläht, der Bug bereit, in den Rumpf zu schlagen wie eine Axt. Vorsorge ist die beste Methode, solche Kollisionen zu vermeiden. Es gilt, die Augen offen zu halten, gerade dann, wenn die Seen glatt sind wie der Popo eines Säuglings und sich keine kein Fleckchen Land und kein Fetzen fremder Flagge zeigen. Und obendrein gilt es, die Ohren zu spitzen, gerade in den Wassern um Skellige, denn die Seemänner des Archipels geben sich beim Rudern mit Gesang den Takt und ihre Stimmen tragen weit wie Donnerhall. Oft hört man sie lange, ehe man sie erblickt. Und das ist auch gut so. Kollisionen mit Langschiffen aus Skellige bedeuten doppelte Verdammnis. Das Schiff selbst ist vom Bug bis Heck gepanzert und darin sitzen wilde, kampfgestillte Krieger. Jo. Okay. Also Skellige ist jetzt noch lange nicht unser Ziel. Kavalleriehose haben wir schon. Dürfte jetzt nicht wirklich besser sein. Gucken. Nö. Nö. Ja gut, das ist jetzt Sekundärwaffe. Die macht zwar viel Aua, aber ganz ehrlich, ich bleib bei meinen Schwertern. So. Das war's. Dann gehen wir hier mal weiter hoch. Gnomischer Gwir oder wie nannte sich das Ding? Gnomischer Gwir hier. Ja, ist aber auch nicht besser. 57% kritischer Trefferbonus. Ja, aber dafür muss er eben auch erstmal kritisch treffen. Ne? Nein, nein. Uah, das war jetzt unbeabsichtigt. Was haben wir hier? Ein Sattel. Okay, okay. Bergstiefel.
ist auch alles nicht das, was wir wirklich suchen. Ja, denn wir suchen ja... So. Wir suchen ja die Greifenrüstung. Da müssen wir wohl entweder da hoch oder da hoch. Wir gehen mal hier die Treppe hoch. Ja, ist ja ruhig. Ist ja gut. Öl und Schweinehaut. Mein meisterliches Silberschwert. Gleich mal gucken. Sollte mich wundern, wenn wir nicht ganz nach oben müssen. Ja, normaler Sattel eben, ne? Ist schon ganz gut, aber das, das wir haben, ist besser. Okay. Noch ein hoch. Also wir müssen noch eine Etage höher gehen, klettern. Dobromirs Tagebuch. Kleine Bügel für Dobromirs Tagebuch. Na, da bin ich aber mal gespannt. Vater, liegt mir in den Ohren, Vater liegt mir in den Ohren, dass ich zum Leuchtturm gehen und mich um das Feuer kümmern soll. Die Sache ist nur, dass es mir inzwischen scheißegal ist, ehrlich. Was bin ich denn? So ein Golem, der nur dazu da ist, viermal am Tag dorthin hochzuklettern, um Holz nachzulegen und Öl nachzugießen? Ich würde viel lieber lernen, wie man in der Schmiede in der Stadt arbeitet oder in einer Gießerei der Gnome. Großvater Amtswari war doch ein Schmied, oder nicht? Er hat Hexerklingen geschmiedet, und wer sagt denn, dass ich nicht ein wenig von seinem Talent geerbt habe? Ja, sagt niemand, ne? Sagt aber auch niemand, dass du es geerbt hast. Noch ein meisterlich gefertigtes Silberschwert. Und da sind wir. Ah, nee. Okay. Also war es doch der andere Weg. War ja logisch. Hätte man sich dann auch fast denken können, ne? Aber so haben wir noch ein wenig herausgefunden über... Oh, wir haben auf jeden Fall auch noch eine Waffenreparaturset bekommen. Über die Leute, die hier so leben. Jede Menge Schwerter und so ein Gedöns, was wir alles verkaufen können. Ist ja auch nicht verkehrt, ne? Da können wir nur die Flamme anmachen und dann geht's hier runter. Und dann da wieder rauf. Handwerksnotizen. Oh, das greifen Silberschwert. Juhu. Moment. Handwerksnotizen. Ein Auftrag, wie ich ihn schon seit Jahren nicht mehr hatte. Mich hat der Hexer aufgesucht, der vom Baronett gerufen worden war, um sich der bösen Kräfte im Leuchtturm anzunehmen, die die Schiffe an den Felsen zerschellen lassen. Er stand in der Tür meiner Schmiede, sah so edel aus wie ein Prinz oder Graf und sagte mir, dass sein Silberschwert während des letzten Auftrags beschädigt worden war. Die Klinge war stark angeschlagen, an zwei Stellen fast gebrochen. Ich fragte ihn, woher ich denn wissen solle, wie eine solche Klinge zu reparieren wäre. Da gab er mir ein Schema und sagte, ich soll ihm eine gänzlich neue Klinge schmieden. Er versprach mir ein hübsches Sümpchen dafür. Hätte mich bei der Herstellung dieses Dings fast selbst umgebracht. Ja, ich war Lehrling bei Meister Barnaby von Novigrad und ich habe schon ein oder zwei Hexerklingen im Leben geschmiedet, aber es ist schon über 3 Jahre her, dass ich sowas zuletzt in der Hand hatte. Am Ende war es einerlei, denn noch ehe ich damit fertig wurde, hatte der Hexer herausgefunden, was beim Leuchtturm vor sich ging
und so musste er schnell zur Burg des Baronets eilen, um... Der Rest ist unleserlich. Yeah. Geile Meter. Jägerhose. Jetzt müssen wir nur noch einen Schmied finden, der in der Lage ist, oh, das war ein Kürass, in der Lage ist, die Schemata auch umzusetzen. Stahl. Ja, nö. Mal gucken. Wir müssen ja sowieso in die Stadt, weil wir müssen ja was verkaufen. Und dann mache ich das da mal in Ruhe. Ich gucke mir das an und werde dann das natürlich mit euch zusammen machen. So. Jetzt haben wir das. Und dann hatte ich ja gesagt, wir machen jetzt den Auftrag des blutigen Barons weiter. Kümmern uns mal darum, wie es denn hier mit der Anna aussieht. Toll, sitzt ja immer noch da oben fest. Sitzt plötzlich da oben. Oh, nee, ne? Da komme ich nicht hin und plötzlich kommt er nicht runter. Jetzt muss ich erstmal hier aus dem Blickfeld herausmarschieren, damit ich Plätze neu rufen kann. So ein Scheiß. Oh, komm. Warum sind Harpien? Einmal X. Da, jetzt geht's. So, hi Plätze. Ach Quatsch. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Wir hatten ja hier so ein paar Sachen. Das war wildes Herz, während er ja den Schwarzzweig streift. So nach seiner Frau. Kira, die Einladung. Wir machen jetzt da mal so lange das. Ich hoffe, dass wir da jetzt eine Anzeige bekommen, wo wir hin müssen. Lindenthal, okay. Also reiten wir erstmal hier hin, machen eine Schnellreise nach Lindenthal. Schneller! Verstehe ich nicht. Also an und für sich müsste uns doch jetzt angezeigt werden, wo wir hin müssen. Wir müssten ja irgendwie nach Buckelsumpf. Ja, irgendwie war ja Buckelsumpf, war ja angesagt. Ja, komm, reite mal hier lang. Hier durch? Okay. Hier ist auch Regen gefallen. So sieht es fast aus. Eigenartig. Okay, also bin jetzt ein bisschen verwirrt, aber macht ja nichts. Kann man hier ruhig mal sein. So. Eine Schnellreise. Wo ist Lindenthal? Da.
nach Lindenthal. Hm. Ui, das ging aber fix, hm? Jetzt gehen wir da mal rein. Macht er denn da? Er wird zurückkommen, nicht wahr? Lass das. Das ist der Hunger. Vor meinen Augen dreht sich alles. Sei gegrüßt. Ja, du mir auch. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Uiuiui. Der hat eigentlich gar nichts, was ich brauche. Gucken. Vielleicht kann ich dem ja hier so ein bisschen was verkaufen. 16 Stück. Nee, davon aber 16. 128. Wiegt alles nix. Sieben. Ich krieg den Scheiß hier nicht verkauft, ey. Beziehungsweise ich komme nicht von meinem Gewicht runter. Ich fühle mich wie bei Biggest Loser. Einer hier. Ah, toll. Und das. Leb wohl. Bin immer noch übergewichtig. Egal. Unsere Männer waren verärgert. Wollten sie verjagen. Das ist die Dolores. Worum geht's denn? Was soll aus mir werden auf meine alten Tage? Ein Bauernrübel verwehrt mir ein Dach über dem Kopf. Ich bin die Tochter eines Edelmannes. Mein Bruder und ich, wir haben das Herrenhaus jahrelang verwaltet. Mhm. Was ist mit ihm passiert? Eines Tages kam ein Reisender, ein Jäger. Wir haben uns verliebt und kurz darauf geheiratet. Wir wollten das Herrenhaus verlassen. Mein Bruder war beleidigt und hat mich nicht mal verabschiedet. Jahre später kam ich zurück. Hab ihn aber nicht gefunden. Die Leute sagen, Monster hätten sich in unserem Haus eingenistet. Mhm. Ich bin wohl schon dort gewesen. Um Monster musst du dir keine Sorgen mehr machen. Ach, da machen wir schon. Ich danke dir. Du weißt nicht, wie viel mir das bedeutet. Ich kann dich nicht dafür bezahlen, aber hier, nimm ihn. Er gehört zu einer Truhe. Was drin ist, ist dein. Und was ist mit dir? Ich brauche nur ein Dach über dem Kopf. Und wenn's notwendig ist, kann ich andere Erbstücke verkaufen. Ihr Hexer arbeitet ja nicht umsonst. Ich würde dich nie ohne ehrliche Bezahlung gehen lassen. Die Götter beschützen dich. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt drauf verzichtet, aber... Schläger, Plünderer, Hurensöhne!